Dragoran Evoli wird jetzt zu Nachtara Dragoran, also ein noch cooleres Drache-Pokémon. Evoli, hoffe ich. Oh! Es erinnert so an König der Löwen irgendwie. Ich weiß auch nicht, es erinnert mich an Simba. Oh Gott, das ist Zucker! Geil! Oh, Bambi, süß, ne? Du wolltest das Kabel checken. Grad geht's wieder, ne? Es war bestimmt nur wegen der Zicke hier. Wegen unserer Diva. So, jetzt aber zur Liga. Oh, das ist noch ein Item. Ja, das ist cool geworden, oder? Das ist doch sweet. Das ist sweet geworden. Hat sich gelohnt zu warten. Hat sich gelohnt, so lange zu leveln. So. Zapdos Ponyta. Oh Gott, das sah furchtbar aus. Das sah furchtbar aus. Es hatte kein Horn. Ich kann mich erinnern, wir haben es gemacht, ne? Wir sammeln hier noch Bären ein, damit wir, weiß irgendwann mal... Oh nein, ich wusste, es passiert. Da ist er. Da ist er, unser Rivale. Du hast alle Pokémon-Orden gesammelt, hä? Huh? Das ist cool. Dann werde ich dich mal als Aufwärmübung verwenden für die Pokémon-Liga. Komm schon! Okay, wir haben Gary. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und das Geld, Dankeschön! Warum geht mein Nagi-Effekt schon wieder nicht? Das ist ja hier schade. Ich hatte den noch gefixt und jetzt geht er wieder nicht mehr. Dankeschön für den Follow. Dankeschön. Es tut mir leid, mein Effekt ging gerade nicht. I'm afraid. I'm afraid. Ich bin super afraid davon jetzt. Jedes Mal, wenn er hochgeheilt wird, muss ich so ein bisschen die Augen rollen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, Cherry macht das gerade ganz gut. Oh, Cherry, du hast gegen das andere Tauboss gewonnen. Wer ist der Boss? Danke, Cherry. Dankeschön. Er hat bestimmt nur Level 100 Pokémon. Es kommt Starkzahn. Das war creepy. Das war sehr creepy. Kann ich mich erinnern. Starkzahn war... Ich kann dir nicht mehr sagen, was das ist. Das war stark, aber Capybara war stärker. Oh Gott, oh Gott. Close one, close one. Als nächstes kommt Taukute. Ich weiß nicht, was ein Taukute ist. Ich bin für Relaxo an der Stelle. Mal schauen. Ich weiß nicht, was Taukute sein soll. Was ist es? Was ist es? Und hallo, Pups. Oh, oh, er macht Solarstrahl. Ist das ein Owei mit Tauros? Oh mein Gott. Das ist cursed. Das ist cursed. Das sieht ja gruseligst aus. Okay, wir haben es besiegt. Wir müssen es nie wieder sehen. Ihr müsst es nie wieder sehen. Manfred, danke schön. Es tut mir so leid, dass mein Follower-Effekt nicht geht. Normal sind hier ganz viele Dino-Nuggets. Stellt euch Dino-Nuggets vor, die hier rumdümpeln. Ich muss das fixen. Ich hatte es gefixt. Ich hatte es Dienstag noch gefixt und jetzt geht es mir nicht mehr. Es tut mir so leid. Oh, es hatte Cute im Namen, ja. Das war das Einzige, was es cute gemacht hat, oder? Oh. Ein Markhorn. Das klingt wie Rihorn und Magma. Das sieht nicht so verkehrt aus. Das sieht nicht so verkehrt. Nicht so. Oh. Jetzt hat sie es wieder. Ich muss wieder neu machen. Mein Handy wurde geroutet und hat alles neu installiert. Oh nein. Oh nein. Oh Manfred. Oh schön, dass du wieder hergefunden hast. Das freut mich. Für alle, die mich nicht kennen, übrigens, ich bin die Louis. Freut mich sehr. Wir spielen Pokémon Infinite Fusion. Und ich finde, das sieht aus wie so ein Ameisenbär. Ein Feuerameisenbär. Haben wir das nicht sogar? Wir haben so einen Feuerameisenbär. Das ist das coolere Feuerameisenbär gewesen. Okay, Mario, was ist los? Du bist gerade nicht so... Oh Gott, nein, jetzt kommt unser Untergang. Jetzt kommt Electados. Electados hat uns letztes Mal gewiped. Das war unser Untergangs-Pokémon. Und es bleibt weiterhin, glaube ich, unser Untergangs-Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was wir dagegen machen wollen. Okay, wenn das natürlich nicht angreift, dann ist es einfach. Aber es hat unser ganzes Team auseinandergenommen das letzte Mal. Oh, Kaputus. Stopp.
stolz auf dich. Oh, wir sind mal gut gegen Mario. Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Blast. Okay, jetzt wird es wieder tricky. Oh Gott, jetzt wird's wieder tricky. Und Rattata, der Hammer, schön. Oh mein Gott. Finden wir es cool? Turtok und Bisaflor? Finden wir es cool? Ist es effektiv? Ist Elektro effektiv? Nicht so. Ist Feuer effektiver? Oh, noch schlimmer. Ich weiß nicht, was er macht. Oh, es wird... Oh, oh. Was? Oh Gott, nein. Ich glaube, wir können den nicht gewinnen. Gegen was ist es effektiv? Ich glaube, es hat nämlich die Möglichkeit, sich selbst wieder hochzuheilen. Alter, es ist tanky. Mir fällt jetzt auch nicht ein, was wir da... Oh nein, es macht Solar Beam. Oh oh, es macht Solar Beam. Ich weiß nicht, was man da macht. Oh Gott, ich glaube, wir gehen drauf. Andererseits, Capybara kann an der Stelle eh nichts mehr ausrichten. Der kann den jetzt... Der fängt den jetzt ein. Ach, so ganz so bescheiden gemacht. Und Alex, dankeschön für das Gifted-Zap. Dankeschön. Und Biro, dankeschön für die Rosesigkeit. Dankeschön, warte. Oh, aber ich mache hier weiter Thunder. Thunder! Noch mehr Solar Beam. Aber wir könnten Capybara hochhalten, ne? Er macht das hier nicht schlecht. Er überlebt halt. Er überlebt Capybara mit vollem Einsatz. Aber ich glaube, er hat vorhin irgendein... Oh, das killt uns. Wir können den nicht töten. Er hat seine Def so krass hochgeschraubt. Das ist ja das OP-Pokémon schlechthin. Er hat seine Defensive so hoch gemacht. Dankeschön, Alex, für das Gift-Attack. Flug- oder Giftattacken? Wir haben keine Giftattacke. Wir könnten Cherry einsetzen. Und Superzahn. Wir können versuchen, ob das funktioniert. Und wir fliegen weg. Oh, Cherry! What the hell? Was? Cherry ist... Oh Gott. Cherry ist der Tankbrecher. Cherry, wir könnten hier gerade nicht stolz auf dich sein. Oh mein Gott, wir haben ihn. Cherry MVP. Ich hatte jetzt echt Angst, dass wir hier stecken bleiben. Oh, ich hatte echt Angst. Und hallo, Sabi. Ja, wir haben Arctos schon. Wir haben Steva genannt, weil es sehr lange gebraucht hat. Und Klebi, danke, dass du so lange da warst. Bis zum nächsten Mal. Wir haben Mario im Regen stehen lassen. Oh, stark, wie Mario besiegt. Oh, das macht mich traurig. Ich bin bereit für die Pokémon-Liebe. Louis, du brauchst mehr Übung. Aber hey, du weißt schon. Ich bin auch noch da. Man sieht sich. Was zum Henker? Gary, also in unserem Fall Mario. Mario hat das Confident... Marios Confident-Level hat nicht Platz in Gen 1. Deshalb haben sie Johto noch mit reinnehmen müssen. Halleluja, Halleluja. Ich fasse es nicht, wir haben Mario gerade besiegt. Das war anstrengend.